Es war an einem Montagmorgen. Nichts wies darauf hin, dass es sich um einen besonderen Tag handeln würde. Für diese Frau, die in ihren Wagen steigt, um einzukaufen. Es ist Frau Heilmann. Für Billy, ihre Tochter. Für Manuel, ihren Sohn, Volontär in einer Autowerkstatt. Inzwischen ist es 9:30 geworden. Das ist Herr Bergmann, der um diese Zeit gewöhnlich das Haus verlässt. Schon wieder. Schuhe sind die geputzt. Natürlich sind die Schuhe geputzt. Ich sage Ihnen ja immer wieder, Sie haben keine Ahnung, wie geputzte Schuhe aussehen. Sie glänzen nicht. Was sollen sie glänzen? Sauber müssen sie sein. Und sauber sind sie. Aber man muss auch sehen, dass sie sauber sind. Und deswegen müssen sie glänzen. Fahren Sie noch mal mit dem Lappen drüber. Viele Leute halten Bergmann für einen nicht gerade angenehmen Zeitgenossen. 9.45 Uhr ist es geworden. Herr Bergmann verlässt das Haus mit glänzenden Schuhen. Dieser Mann heißt Koller. Er ist gerichtsbekannt, vor nicht langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen, aber mit ungebrochener Vitalität. Ich habe euch gesagt, getrunken wird nicht. Ist ja nur, um wach zu werden. Ach. Du bist also noch nicht wach? Mir den ein. Das schadet mir nicht. Ja, im Gegenteil. Das ist der Wagen. Gefällt er dir nicht? Vielleicht ein bisschen langsam. Willst du vielleicht Rennen fahren? Schön wär's. Zur gleichen Zeit verlässt Frau Heilmann die Wäscherei. Ist die Vicky immer noch so fleißig in der Schule? Es geht so. Sie können schon ein bisschen mehr tun. Hat sie vielleicht schon einen Freund? Da fragen Sie sie lieber selber. Sie wissen ja, Mütter wissen nie was. Wiedersehen. Wiedersehen. Um 10 Uhr ist Pause auf dem Schulhof. Billy hat eine Arbeit zurückbekommen, mit einer guten Note. Sie ist ziemlich vergnügt. Fünf Minuten später ist ihr Bruder unterwegs mit der Brotzeit für seine Kollegen in der Werkstatt. So bitte. Danke. Herr Bergmann kauft in einer Apotheke ein. Aufgeregt wie immer. 11 Mark teuer. Wie kommen die Leute dazu, die Preise zu erhöhen? Wir haben eine Inflationsrate von 2,5. Ja, und die erhöhen geben Sie auch mal ein Beispiel.
Was wollen Sie da ausrechnen? Ja, den Prozentsatz, den die Leute draufschlagen. Darf ich das nicht mal ausrechnen? Es wäre ja auch für Sie ganz interessant, oder ist es das nicht? Dann erliegen Sie schon einer Inflationslethargie, die man bekämpfen muss. Bitte um den Bleistift. %! Um 10:30 sind Oberinspektor Derrick und sein Assistent Harry Klein bei einer Gegenüberstellung. In einem Notzuchtfall. Reine Routinearbeit. Nein. Ja, lassen Sie sich Zeit. Haben Sie wirklich niemanden erkannt? Nein. Und jetzt ist es soweit. Da ist die Bank, die sie berauben wollen. Jetzt sind noch zwei Typen drin. Willst du jetzt noch rauchen, du Idiot? Er ist eben ein Anfänger. Weißt du, was ich ihm gemacht habe vorher? Halt's mal, Maul. Ich habe Musik gehört. Ja, Kassette rein und laufen lassen. Was für eine Musik? Geige. Halt die Schnauze, du Arsch. Geige macht mich eben ruhig. Da war ich nachher mal ganz cool. Nur noch ein Mann ist drin. Ein Alter. Auf geht's. Überfall! Keine Bewegung! Hände hoch! Aufmachen da! Los, aufmachen da! Geld, ihr habt alles! Oder ich knall den Jungen ab! Wollen Sie mich bitte los? Was fällt Ihnen ein? Die Kamera! Die Scheißkamera! Mörder! Der Mann ist ein Mörder! Man müsste sie verfolgen! Ein Schauart! Abhängen, den Kerl. Was ist denn? Banküberfall mit Mord. Südliche Münchner Straße.
drin in der Tüte. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Halt, stopp, stopp. Können Sie den näher bringen? Danke. Naja, den sollten wir kennen, was? Mhm. Und ob? Koller. Koller, ja. Gibt's gar keinen Zweifel. Sie erkennen den Mann? Ich kenne ihn bereits seit 20 Jahren. Ich selbst habe ihn dreimal ins Gefängnis gebracht. Gewaltverbrecher. Können Sie mal weiterlaufen lassen? Ja, bitte. Für Sie. Danke, ja. Raus, Herr Kammer! Die Kamera! Die scheiß Kamera! Ja, natürlich. Der hat sofort gewusst, was los war. Dass man ihn anhand dieser Aufnahmen identifizieren will. Na, jetzt geben wir eine Fahndung raus. Und ihr habt Spuren im Gras? Gut, danke. Ist was? Der Wagen der Bankräuber ist verunglückt. Die sind zu Fuß weiter. Zu Fuß? Klingt gut, ne? Die sind hier drin. Die müssen hier drin sein. In einem der Häuser, meinen Sie? Ja, oder in einem Schuppen, was weiß ich. Der Außenbezirk hier ist fast schon ländlich. Meist Siedlungshäuser. Nicht schwer, sie da rauszuholen. Die haben wir, bevor es Abend wird. So, naja, schön wär's. Ich glaube, Sie sollten wissen, um wen es sich da handelt. Der Mann heißt Koller. Und da, wo man ihn kennt, die Leute, mit denen er sich umgibt, die nennen ihn nicht Koller, die nennen ihn Killer, ist nicht besonders originell, aber es trifft den Kern der Sache. Ein Mord ist für den nichts Besonderes, auch kein Geiselmord. Na und? Ja, und? Ich meine nur, Sie sollten es wissen. Bitte verbinden Sie mich jetzt mit dem Präsidium. Wozu das? Weil das eine Sache für die Direktion ist. Es muss eine Einsatzleitung gebildet werden. Jetzt. Jetzt sind noch mehr Menschen in Lebensgefahr. Was Gott wohnen Sie da drüben? Buchenweg 2. Wollen Sie nicht noch etwas abwarten, da wird das ganze Gelände durchsucht. Ich muss dann nach Hause, meine Tochter kommt aus der Schule. Das war ja nur ein Vorschlag von mir. Ich kann sie ja nicht aufhalten.
Biggie, bist du schon da? Biggie? Keinen Ton. Wenn Sie schreien, bringe ich Sie um. Wie Ihre kleine Katze da. Lass sie los. Jetzt hören Sie mal zu, Sie. Es passiert Ihnen nichts, wenn Sie tun, was ich sage. Haben Sie verstanden? Ob Sie verstanden haben? Sagen Sie ja oder nein! Ja. Geh auf deinen Posten. Und denken Sie mal daran, Kindchen, das Ding geht sofort los. Wenn Sie auch nur den geringsten Fehler machen. Jetzt sagen Sie uns mal, wo wir hier eigentlich sind. Ah ja. Haben Sie eine Karte von hier, von der Gegend? Wir wollen ja gar nicht so lange bleiben. Die hat ja noch die Wagentüren auf. So eine Scheiße. Ich wollte nur noch auf die Gespräche im Auto. Hören Sie. Sie gehen jetzt ganz einfach raus und machen die Wagentür zu. Und das hier ist auf Sie gerichtet, auf Ihren Rücken. Und so schnell können Sie gar nicht laufen, wie die Kanone losgeht. Was ist los jetzt? Verlieren Sie doch nicht die Nerven, hören Sie auf. Sie sollen aufhören! Gehen Sie. Gehen Sie, gehen Sie. Gehen Sie rein. Trinken Sie mal das. Da geht's Ihnen gleich besser. Wo ist jetzt die Karte? Hol sie mir selber. Richard, Emil, wieder.
nach Anton, Y, Richard, 2601. Armee, die da aufgeboten wird. Ich würde so gern mal durch die Straßen gehen, aber es geht nicht. Wenn Koller jemanden kennt, dann mich. Aber ich kann doch gehen. Koller riecht Polizisten, Harry. Also ich kann nicht einfach hier rumsitzen und zuschauen. Komm, Stefan, fahr mich zum Ortseingang, ich gehe los. Es wird schon gut gehen. Hallo, Biggie. Hallo. Weißt du schon, was hier passiert ist? Ja, ich hab schon gehört. Die wollen jetzt Haus für Haus aufsuchen. Die sollen sogar einen erschossen haben. Ja, ein Bankkunde. Kaltblütig niedergeschossen. Ich wollte Ihnen nur sagen, sei vorsichtig. Man kann nie wissen. Und riech schön. Biggie. Ja? Ich brauche 2 Zitronen. Habt ihr Zitronen? Ich bin heute nämlich nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ich hab's im Radio gehört und habe ich mich nicht mehr getraut. Ich bringe sie Ihnen. Falls wir welche haben. Dann gibt es keinen Fluchtweg. Wer kommt da? Er kann meine Tochter sehen. Sie hat keinen Schlüssel. Nicht aufmachen. Einfach nicht aufmachen. Der Wagen steht noch draußen, Idiot. Die weiß, was ihre Mutter da ist. Sie machen auf. Ich gehe mit Ihnen. Mein Sohn, er kommt zum Essen. Wie alt? 19. Bitte, bitte. Uns passiert nichts. Wir müssen nur tun, was Sie sagen. Sie wollen ja nur zu finden helfen. Also, hier raus hier. Mädchen, was hast du gesehen? Wo steht die Polizei? Was hast du gehört? Was geht da draußen vor? Mach schon. Sind Sie die Leute, die gesucht werden? Das hast du wohl sofort überrissen, was? Haben Sie den Mann an der Bank erschossen? Hör mal, Mädchen. Du sollst mir keine Fragen stellen. Du sollst mir sagen, was draußen los ist. War doch ein ganz alter Mann. Der hat Ihnen doch gar nichts getan. Und du bist ein ganz junges Mädchen. Und hast mir auch nichts getan. Vicky, sag, was draußen los ist. Antwort. Straßensperren. Die haben alles zugesperrt, die ganze Gegend. Und dann wollen sie von Haus zu Haus gehen. Ist das eine Erfindung von dir? Oder die Wahrheit?
Balken abhauen. An der Molkerei vorbei. Ist das ein Bach? Was ist da eingezeichnet? Was ist das? Ein Bach oder eine Senke? Eine Senke, aber nicht sehr tief. Bewachsen? Ich weiß es nicht. Biggie, dass ich hier ganz schnell verschwinde, liegt in deinem Interesse. Aber die haben doch auch Hunde. Ja? Gibt's was Neues? Man weiß inzwischen, wer das ist. Der einen erschossen hat. Aber sie haben ihn noch nicht. Waren hier schon Häuserkontrollen? Überhaupt nichts. Würdest du Biggie mal an die Zitronen erinnern? 2 Stück. Ich brauch sie für einen Salat. Mach ich. Was ist denn hier los? Biggie! Du alte Schlampe! Hallo, Schnauze. Wo ist meine Mutter und meine Schwester? Wo sind sie? Sie wollen ja nur, dass wir ihnen helfen. Sie wollen ja weg hier, raus hier. Harry, bitte melden. Hier ist Harry, bitte kommen. Der fahrbare Befehlsstand ist im vollen Betrieb. Wo bist du? Straße heißt Buchenweg. Alles ganz ruhig. Alles für ausgestorben. Sie fangen an, die Häuser durchzukämmen. Okay, verstanden. Was hast du im Radio gehört? Ist ein Name gefallen? Ja. Was für ein Name? Koller. Koller? Und sonst keiner? Glaub nur nicht, dass die Scheißkamera in der Bank dich nicht drauf hat. Du steckst mit drin, mein Freund. So oder so. Warum haben Sie nicht selber das Radio angestellt? Ist doch kaputt, du Idiot. Nee. Wackelkontakt. Du Wichser! Manu! Hol mir mein Bier. Mit dem Geld. Ostpolen nicht verloren. Und Koller schon gar nicht. Wir haben hier 3 Geiseln. Wir warten hier in aller Ruhe ab. Die werden schon keine Hausdurchsuchungen machen, wenn die ganze Familie aussagt. Hier ist niemand.
Hier ist niemand. Eine weitere Meldung im Zusammenhang mit dem Banküberfall, der heute früh gegen 10.50 Uhr auf eine Sparkassenfiliale verübt wurde. Das Fluchtauto, ein viertüriger blauer PKW mit dem Kennzeichen MSW 5712, ich wiederhole, MSW 5712, wurde inzwischen aufgefunden. Er war an einer südlichen Ausfallstraße von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Von den drei Insassen, die möglicherweise diesen Absturz unverletzt überlebt haben, fehlt bis jetzt noch jede Spur. Die Polizei hat die nahegelegenen Siedlungen umstellt. Aus diesem Grund muss im Raum Bayerbrunn-Schäftlarn mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass die drei gesuchten Bankräuber in eines der Siedlungshäuser eingedrungen sind und sich dort versteckt halten. Unter Umständen befinden sich Geiseln in ihrer Gewalt. Es ergeht an die Bevölkerung die dringende Bitte. Die Suche nach den Bankräubern. Wer ist das? Sein Kollege. Er muss ja wieder in die Werkstatt. Er bringt mich immer her und holt mich wieder ab. Warte nur eine kurze Pause. Du siehst deine Mami und deine Schwester als Leichen wieder, wenn du uns verpfeifst. Du verstehst. Manni. Ja, Mutter. Du wirst niemandem etwas sagen. Nein, Mutter. Du darfst dich nicht verraten, musst alles so tun wie immer. Und wenn du heute Abend nach Hause kommst, ist vielleicht schon alles vorbei. Mensch, ich stehe die ganze Zeit und klinge, was ist denn los? Das ist Manuel, der Sohn von ihm an. Er kommt immer zu Tisch nach Hause, isst und wird dann wieder abgeholt von einem Kollegen. Ach, wissen Sie, wenn die Verbrecher wirklich im Hause wären, die würden den doch nicht wieder weglassen. Ja, und Biggi wollte mir doch Zitronen bringen. Also wenn Sie wollen, dann gehe ich rüber. Sag mal, bist du verrückt? Ist doch alles ganz normal. Frau Heilmann ist da, Biggi. Der Junge kommt zum Essen und geht wieder. Ihr seht Gespenster. Bleiben Sie besser hier, kommen Sie. Ja, Harry, was ist? Es ist eine neue Situation. Ich bin hier in einem Haus, Buchenweg 4. Das Haus nebenan, Nummer 2, scheint verdächtig. Moment. Buchenweg. Hab ich. Soll ich kommen? Wenn du kommst, dann musst du über den Garten kommen, und zwar von der... Moment mal. Fichtenwaldstraße raus. Fichtenwald, habe ich. In Ordnung, ich komme. Okay, verstanden. Polizei ist vielleicht gründlich, wa? Als ob wir Bankräuber wären. Durchsuchen jeden Kofferraum. Glaubst du, die würden so versuchen abzuhauen? Was ist mit dir los? Was meinst du? Du sagst ja gar nichts. Na, was soll ich schon sagen? Können Sie hier reinkommen?
Seite ist das Kellerfenster aufgebrochen. Ja, ja, das war heute Morgen sicher noch nicht. Und Biggis Rad steht draußen. Kommen Sie, ich zeige Sie. Andererseits, der Junge ist wieder weg. Ich meine, würden die ihn gehen lassen, wenn... Was soll der Junge tun? Das sind Mutter und Schwester drüben als Geiseln. Sind Sie befreundet mit Heilmanns? Ja, wir wohnen seit 10 Jahren nebeneinander. Die Kinder sind so gut wie unsere Kinder. Gibt es einen Herrn Heilmann? Herr Heilmann ist leider vor 5 Jahren gestorben. Ja, die Frau lebt seitdem allein mit den Kindern. Sie hat Telefon. Ja, Telefon hat sie hier. Rufen Sie sie an. Fragen Sie nach den Zitronen. Und ob sie mal rüberkommen dürfen. Moment. Bitte, was soll meine Frau? Fragen. Nur fragen. Ob sie mal rüberkommen darf. Nur fragen. Ach so. Ich verstehe, wenn die wirklich drüben sind, dann wird Frau Heilmann antworten, nein, bitte kommen Sie nicht hier. Jetzt verstehe ich, entschuldigen Sie bitte. Ja. Kann Ihnen das zumuten? Bitte lassen Sie mich das machen. Pass auf, du musst ganz normal sprechen, Else. Du darfst niemals zeigen, dass du aufgeregt bist. Ja, das weiß ich selbst. Ja. We have very hot weather. The ship sink very rapidly. Und jetzt? Machen Sie uns mal was zu essen. Ja, ja. Was soll ich denn machen? So. Was hätt's denn bei euch zum Mittag gegeben? Kotelett mit grünen Bohnen. Das reicht doch für uns, oder? Wird schon keiner sein, der weiß, dass Sie da sind. Oder? Keine Ahnung. Nein, sicher nicht. Meldet sich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Sie ist doch da. Sie ist da und Biggie ist auch da. Hängen Sie auf. Was bedeutet das denn? Dass Sie da sind, dass Sie drüben im Haus sind. Sagen Sie, der Sohn, wie heißt er? Manuel. Wo arbeitet er? Ganz in der Nähe in einer Autoreparaturwerkstätte. Was ist denn los mit dir? Schläfst du ein bei der Arbeit? Bist du krank? Nein. Da ist ein Herr, der möchte mit Manuel sprechen. Entschuldigen Sie, es ist rein privat, es ist möglich während der Arbeit. Natürlich, bitte. Ich danke Ihnen sehr, vielen Dank. Manuel, hören Sie, es muss sehr schnell gehen. Ich habe eine Frage an Sie. Die 3 Bankräuber, die gesucht werden, sind die bei Ihnen im Haus? Nein. Nein. Ich weiß, Sie haben Angst, Manuel. Sie haben ihn gedroht, nicht wahr? Sie haben gesagt, wenn du draußen irgendetwas erzählst, dann bringen wir beide um. Deine Mutter und deine Schwester, nicht? Ist es so, wie ich sage, Manuel? Schauen Sie, ich sehe es Ihnen doch an. Die sind bei Ihnen im Haus. Jetzt werden Sie sie umbringen. Nein. Oh nein, das werden Sie nicht, das verspreche ich Ihnen. Mein Junge. Sind Sie sicher über die Aussage des Jungen? Es war keine Aussage. Und Sie wissen, in welchem Haus Sie sind? Sind Sie sicher? Ganz sicher. Na großartig, Herr Kriminaldirektor. Dann hätten wir sie ja.
Wo sind Sie? Jetzt hören Sie mir mal zu. Die haben zwei Frauen in ihrer Gewalt. Logisch. Logisch, damit haben wir gerechnet, dass Sie sich Geisel nehmen. Zwei Frauen also. Herr Kriminaldirektor, ich möchte Ihnen als dem Leiter des Einsatzes einen Vorschlag machen. Bitte, Dirk, ich höre. Ziehen Sie alle Leute ab, räumen Sie das ganze Gebiet. Im Rundfunk kommt dann eine Meldung durch. Die Suche nach den Bankräubern sei ergebnislos abgebrochen worden. Ja, und mit welcher Begründung? Es gäbe sichere Anhaltspunkte dafür, dass Sie sich bereits auf dem Wege zur österreichischen Grenze befinden. Ich denke, wir haben Sie. Die sitzen noch in der Falle. Nein. Sagen Sie mir die Straße. Nein, des Hauses. Nein, so nicht. Entschuldigen Sie bitte. Mein lieber Kollege, so nicht. Wollen Sie denn, dass wir die Männer laufen? Nein, natürlich will ich das nicht. Ich möchte, dass wir warten, bis es Nacht wird. Und? Nur dann werden sie das Haus verlassen. Wie denn? Wir sind nur dann im Vorteil, wenn die sich absolut sicher fühlen. Verstehen Sie, Herr Kriminaldirektor, der Koller, der muss sich unbeobachtet fühlen. Wir haben ja doch den Vorteil, dass wir wissen, wo sie stecken. Also, was Sie da verlangen, ist äußerst ungewöhnlich. Nach allen Regeln, die wir ja schließlich beherrschen. Regeln, ja gut. Was sind denn die Regeln? Das Haus wird umstellt, mit einem Megafon werden die Leute aufgefordert, herauszukommen, einzeln, mit erhobenen Händen. Na, vielleicht, vielleicht. Die Komplizen vielleicht, die werden es tun, wenn Koller es ihnen erlaubt. Aber nicht Koller. Die Verantwortung liegt nicht bei Ihnen. Oh doch. Die liegt auch bei mir. Bei jedem von uns. Sie wollen sich doch nicht etwa weigern, das Haus zu nennen, in dem sich die Täter verborgen halten? Oh ja, das werde ich tun, denn es würden zwei Frauen sterben. Ach was, so schnell schießt der Mann nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt erst recht. Herr Kriminaldirektor, ich schwör's Ihnen, er wird die beiden Frauen erschießen, nur um uns zu zeigen, wer er ist oder wer er war. Das ist für ihn Grund genug. Ich kenne ihn. Herr Gott, das ist keine leichte Entscheidung. Man hört nichts mehr. Seit mehr als einer Stunde nichts. Ja, was ist? Ich hab dir gesagt, bleib in der Küche. Wir müssen alle Seiten im Auge behalten, also verpiss dich! Vielleicht hat Mutis Liebling gequatscht. Nein, nein, bestimmt nicht. Wann kommt er nach Hause? Um 6, um 6:30. Spätestens 6:30. Hier ist Bayern 3, die Servicewelle des Bayerischen Rundfunks. Die Verkehrsbehinderungen im Raum Bayerbronn-Schäftlarn im Zusammenhang mit der Fahndung nach den flüchtigen Bankräubern haben aufgehört. Die Kontrollen der Polizei verlagern sich auf den Raum Wolfratshausen-Bad Tölz. An den Grenzübergängen in den Süden muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Hast du was gehört? Frag mich nicht so was Blödes, natürlich habe ich gehört. Wolfratshausen? Bad Tölz, Grenzübergänge in den Süden. Sie sind weg. Sie sind abgezogen. Deswegen hört man nichts mehr. Keine Hunde, keine Autos, nichts mehr. Mensch, wir schaffen's. Wir kommen da raus. Frage wie, Frage wann. Hoffentlich geht Ihre Rechnung auf, Derek. Aber was geschieht mit den Geiseln? Wir haben 20 Polizeiwagen, 10 Zivilfahrzeuge. Alle Ausfahrstraßen sind unter Kontrolle. Aber wie wird sich Koller verhalten? Harry, bitte komm. Was gibt's? Ist alles in Ordnung bei dir? Keine Veränderung. Drüben ist alles ganz ruhig. Ende. Kannst du pokern? Wenn nicht, bring ich's dir bei. Lass die Finger von der Kleinen. Ist doch nichts los draußen. Ein Fahrzeug, kein Mensch. Ja, aber um die Zeit kommen doch alle Leute von der Arbeit nach Hause. Rufen Sie an, wo der Bengel bleibt. Los, kommen Sie, telefonieren Sie. Los, los, kommen Sie. 6:30 haben Sie gesagt. Warum ist er denn nicht da? Na los, melden Sie. 4621.
lege ich dich um, Mutter. Und dein Schätzchen da nehme ich mit. Als Geisel. Odeon von Odeon 210 kommen. 1931. Ich habe gar keine andere Wahl. Wir müssen den Jungen nach Hause schicken. Sie müssen doch wissen, dass er nicht geredet hat. Ich weiß das alles, aber ich frage mich, kann man den Jungen da wirklich reinschicken? Koller wird ihn sich vornehmen. Ach, fühlen Sie sich plötzlich nicht mehr wohl in Ihrem Haus? Nee, aber das heißt nichts. Ich habe mich oft nicht wohl gefühlt. Es käme ganz darauf an, wie unbefangen. Wie glaubwürdig. Koller wird ihn bedrohen. Er wird ihm das Messer an die Kehle setzen, nur um rauszukriegen, hast du geredet, Junge? Wie soll er denn das aushalten? Ich halte das aus. Ja, Sie trauen mir zu wenig zu. Ja, heute Mittag. Da hatte ich Angst. Aber jetzt? Jetzt weiß ich, worauf es ankommt. Ich will, dass meine Mutter und meine Schwester am Leben bleiben. Ich mache schon keine Fehler. Also, dann los. Das geht schief. 100%. Dritter Orden beim Dr. Erdmann angemeldet. Dritter Orden. Maul aufgemacht. Du hast der Polizei gesagt, was los ist. Gar nichts hab ich. Du lügst! Du lügst! Hörst du mir der Wahrheit? Gar nichts! Tun Sie ihm nichts. Bitte tun Sie ihm nichts. Warum kommst du so spät? Warum erst jetzt? Du bist zu Fuß gekommen. Ich denke, du wirst von deinem Kollegen gebracht. Erst hat er gesagt, er nimmt mich mit. Aber gar! Dann ist er abgehauen in die Stadt. Weg! Mit seiner Freundin! Und da muss ich den Bus nehmen. Und er hat 10 Minuten Verspätung. Ich bin doch nicht bescheuert, Mann. Ich lasse doch meine Mutter und meine Schwester nicht im Stich. Ich glaube dem Burschen nicht. Wenn die wüssten, wo wir sind, da würde es doch wimmeln vor Polizisten. Ja, da wären doch auch Scharfschützen oder sowas. Kann man dem Jungen glauben? Pass auf. Du gehst jetzt raus. Was, ich gehe raus? Du hörst doch, was ich sage. Du gehst raus. Die Straße runter. Sieh dir alles an. Schau in die Hauseingänge. In die Gärten. Ich? Wir müssen doch wissen, was los ist! Und was ist mit denen? Na, Harry, komm mal mit. Thank you.
kommt zurück. Er ist wieder reingegangen. Das gefällt mir sehr. Kein Aas, weit und breit. Wir können abbauen. Gib mir die Autoschlüssel. Du kommst mir nicht mehr ans Steuer, du Arsch. Also los, raus jetzt. Du gehst zuerst, wenn du zuerst dich. Was ist mit der Kleinen? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ich entscheide hier. Es ist soweit, Sie kommen raus. Moment noch. Ohne Geisel. Habt ihr verstanden? Tempo machen. Wir haben es geschafft. Wir sind raus. Raus aus der Falle. Fahr nicht so schnell. Sonst hält uns die Polizei noch auf wegen zu schnell fahren. Eigentlich hast du recht. Runter von der Hauptstraße. Ist hier nochmal alles gut gegangen.